Die Erfurter Straßenbahn ist das Rückgrat des Nahverkehrs in der 213.000 Einwohner starken Landeshauptstadt Thüringens und zugleich das größte Netz im Freistaat. Die ersten Strecken wurden 1883 eröffnet, seine heutige Ausdehnung bekam das Netz im Jahr 2007, das heutige Liniennetz erst am 23. April 2021. Da 72% des Gesamtnetzes auf eigenem Gleiskörper verkehren, wird das Netz vom Betreiber EFAG als Stadtbahn Erfurt bezeichnet, unterscheidet sich jedoch stark von dem, was man in Westdeutschland als Stadtbahn versteht. Es existieren 6 Linien. Wichtigste Linie ist die Linie 3, welche die Stadt in Nord-Süd-Richtung durchquert und sowohl die bevölkerungsreichen Viertel im Norden als auch im Süden anbindet. Sie verkehrt vom Europaplatz entlang der Nordhäuser Straße in die Innenstadt, passiert den zentralen Knotenpunkt Anger und den Hauptbahnhof, bevor es dann durch die Südstadt über Herrenberg und Melchendorf zum Urbicher Kreuz geht. Was die Linie 3 in Nord-Süd-Richtung ist, das ist die Linie 4 in West-Ost-Richtung. Sie verkehrt von Bindersleben aus zunächst zum Regionalflughafen Erfurt-Weimar und anschließend gen Innenstadt, wobei sie am Anger die Linie 3 senkrecht kreuzt und anschließend zum Ringelberg verkehrt. Damit ist sie auch die einzige Linie, die nicht zum Hauptbahnhof fährt. Am Anger besteht immer Anschluss von und zu Straßenbahn der Linie 5, die vom Hauptbahnhof über Ilverskehofen und den Roten Berg zum Zoopark verkehrt. Diese 3 Linien sind, wenn man so will, die Basis des Netzes. Die kommenden Linien bedienen größtenteils nur kleinere Stichstrecken und ergänzen die bestehenden Linien. So startet die Linie 1 wie die Linie 3 am Europaplatz, verkehrt allerdings über Ried nach Ilverskehofen und dann in Ergänzung zur Linie 5 zum Anger. Hinter dem Hauptbahnhof geht es weiter zur Thüringenhalle. Auch die Linie 6 bindet die Nordstadt an, sie startet in Ried und verkehrt von dort aus über die Strecke der Linie 3 in die Innenstadt, mit der sie sich dort ergänzt. Hinter dem Hauptbahnhof geht es dann weiter zur Steigerstraße. So bleibt zuletzt noch die Linie 2, die am Park-and-Ride-Platz Messe startet und dann über die Studios des MDR und den Egerpark zum Gotha-Platz verkehrt, von da direkt zum Domplatz und dann über den Anger zum Hauptbahnhof. Von hier aus ergänzt sie sich mit der Linie 3 bis Abzweig Wiesenhügel, wo sie zum Wiesenhügel abbiegt. Sie ist von April bis Oktober die Linie zur Anbindung der in Erfurt stattfindenden Bundesgartenschau. Alle 6 Linien verkehren von Montag bis Freitag zwischen 6 und 18 Uhr in einem durchgehenden 10-Minuten-Takt, wobei außerhalb der Hauptverkehrszeit jede zweite Linie 4 nur zwischen Hauptfriedhof und Ringelberg verkehrt. Nach 18 Uhr verkehren die Linien übergangsweise alle 15 Minuten. Ab 20 Uhr wird dann alle 20 Minuten gefahren, wobei dann immer die sogenannten Angerknoten stattfinden, bei denen am Anger zwischen allen Linien umgestiegen werden kann. Je nach Wochentag wird dann im Laufe des Abends auf einen 30-Minuten-Takt ausgedünnt, die letzten Bahnen brechen um 0.30 Uhr am Anger auf. Anschließend gibt es nur noch einzelne Nachtfahrten auf den Linien N1 und N3, die den Linien 1 und 3 nachempfunden sind, allerdings einzelne Stichstrecken mitbedienen. Mehr dazu in der ausführlichen Doku. Am Wochenende wird größtenteils alle 15 Minuten gefahren. Sonntag startet und endet die Linie 1 bereits in Ried. Auf der Linie 2 gibt es Verstärkerbahnen zwischen Messe und Thüringenhalle zur verstärkten Anbindung der Bundesgartenschau. Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag gibt es zudem verstärkten Nachtverkehr, in dem die Linien N1 und N3 stündlich verkehren und auf den Linien 4 und 5 einzelne Nachtfahrten angeboten werden. Insgesamt bringt es das Netz auf 45,2 Kilometer Streckenlänge, weil es komplett zweigleisig ausgebaut ist und ausschließlich im Einrichtungsbetrieb betrieben wird. Der tiefste Punkt des Netzes befindet sich nahe der Station Bunsenstraße mit 182 Metern über Normalnull. Den höchsten Punkt erreicht es am Flughafen mit 315 Metern über Normalnull. Es verkehren derzeit 2, bald 3 Fahrzeugtypen, wobei diese sich noch einmal untereinander in Untertypen unterteilen. Da wären zum einen die 18 MGT 6D von Duewag, von denen es 4 Fahrzeuge mit 2 Führerständen und 14 mit einem Führerstand MGT 6DE genannt gibt. Zum anderen wären da die insgesamt 60 Kombinos, die sich aufteilen in 7 fünfteilige Kombino Basic, 29 fünfteilige Kombino Advanced, 12 dreiteilige Kombino Advanced und 12 dreiteilige Kombino Classic. Alle Fahrzeuge werden prinzipiell im Misch eingesetzt,
Eine Tendenz besteht jedoch dahin, dass die meisten Duisburg-Bahnen auf den Linien 1, 5 und 6 verkehren. Außerdem verkehren auf der Linie 2, sowie Montag bis Freitag auch auf der Linie 3, in der Regel Doppeltraktion. Voraussichtlich ab Anfang Juli werden auch die ersten Stadler-Tramlinks durch das Netz rollen, die dann zunächst auf der Linie 2 eingesetzt werden sollen. Damit wäre ich noch erstmal am Ende dieser Kompakt-Doku angekommen. In drei kommenden Dokus werde ich euch das gesamte Netz der Erfurter Straßenbahn mit vielen Informationen zur Geschichte, dem Liniennetz, den Fahrzeugen und den Streckenverläufen genauer vorstellen. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video und bis zum nächsten Mal.